Interessant, heute wechselt die Staatschefin schneller als die Jugendslang. Boom, es aufpassen, jetzt wird es cringe für euch. Das Jugendwort vom Jahr ist wieder gewählt worden. Gamme-Mode. Sü, Sass und Bre. Ha, tönt wie die Lottozahl auf Finnisch. Gewonnen hat übrigens der Ausdruck. Das Jugendwort des Jahres 2022 ist da. Es ist Smash. Naja, Jugendwort, ja. Schon die Alten sagen doch zum Coiffeur. Heute dürfen wir mal wieder ein bisschen Smash in die Haare machen. Aber nein, Smash steht für Sex haben. Also das Gegenteil von dieser Frisur. Platz 2 übrigens. Bodenlos. Ist jetzt auch nicht so fresh, oder? Habe ich auch schon gehört. Eine bodenlose Frechheit. Immerhin Platz 3 hat eine gewisse Relevanz. Macher. Ein solcher Macher ist nämlich der neue Premierminister von England. Nein, nicht der Albert Rösti, sondern der Sunak Rishi. Better schools. Safer streets. Control of our borders. Mal ganz neue Ziel präsentiert der Rishi hier. Ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten 3 Monaten auf der Insel mal marodierende Strassengangs oder abgefuckte Schulzimmer versprochen haben. Oder müsste man jetzt sagen, bodenlose Strassengangs und gesmashte Schulzimmer. Egal, nachdem sie die Vorgängerin Liz Truss noch ein bisschen schneller den Rücktritt gemacht hat als Queen nach ihrem Handshake, will jetzt der Rishi Sunak alles besser machen. Handschütteln mit dem neuen Premier. Ich würde mir Sorgen machen um den König. Aber zurück zum Rishi. Gut sieht aus, muss ich also sagen. Also ich würde den Rishi smashen. Wo kommt er eigentlich her? Also ich meine ursprünglich. Also so ganz ursprünglich. Aus der Wirtschaft. Auf 730 Millionen Pfund wird sein Vermögen geschätzt. Der Rishi Rich. Aber ja, der ganze Stutz bringt mir jetzt auch nichts. Er wollte jetzt trotzdem in einem langweiligen Reihenhaus mit der mühsamen Katze. Aber wenn es nicht klappt als Premierminister, der neue James Bond muss ja auch noch besetzt werden. Dann wäre auch das neue Bond-Girl klar.